Wir arbeiten für eine hochsubventionierte Behörde, die offiziell gar nicht existiert. Wir übernehmen ab hier. Wer sind Sie denn? Einwanderungsbehörde, Abteilung 6. Es gibt keine Abteilung 6. Der Kinocast. Hallo und herzlich willkommen hier zur neuen Ausgabe vom Kinocast. Ich begrüße herzlich die Kate. Hallo Kate. Hallo. Chris. Hallo Chris. Hallo. Hallo. Und meine Wenigkeit, der Erik. Ich begrüße euch allesamt und die Hörer natürlich auch. Hallo Erik. Hallo, hallo. Hallo. Wir haben wieder viele Filme für euch mitgebracht zum Besprechen. Und Entschuldigung. Was gibt's? Falls irgendjemand im Hintergrund hört, dass unser Hund, der hier gerade krampfhaft versucht, auf meinen Schoß zu kommen. Komm, dann nehm ihn doch im Schoß, dann machen wir heute eine Sendung zu viert. Naja, mal sehen, was er zu Parasite zu sagen hat. Moment. Zu den Parasiten. Moment, Parasit. So. Also, introducing Robin, der Hund. Möchtest du auch was sagen? Ja, okay. Ja, Parasite, die Sneak, ne? Die Sneak, ja. Haben ja von brutal viele Leute gesehen diese Woche. Echt? Also, hauptsächlich ich, ne? Ach so, hier meinst du bei uns im Podcast, ja. Ja, nee, ansonsten bei mir in meiner Filterbubble, Letterboxd und so haben den sehr viele gesehen. Deswegen dachte ich hier, zurecht, okay, bei dir auch. Gleich mal vorne rausschicken möchte, zu Recht, weil... soll ich direkt einsteigen oder möchtest du noch ein bisschen Intro? Heute sprengen wir die Sendung völlig hier. So, wir reden immer über die Sneak und dann geht's los. Ja, nein, wir bringen heute Haustiere mit in die Sendung. Ach, das ist was Neues. Meine Katze ist übrigens auch anwesend, nur dass ihr es wisst. Möchtest du noch Teddy holen oder so? Nee, der bleibt oben. Okay. Also, Entschuldigung, bin etwas abgelenkt. Ich komme vor wie ein Bond-Bösewicht mit seinem Kätzchen auf dem Tisch. So. Red Teddy. Ja, Red. Entschuldigung. Gut. Parasite. Sind wir heute ein bisschen albern? Parasite. Nein, ich versuche jetzt die Ernsthaftigkeit reinzubringen. Parasite. Wir lernen eine Familie kennen, die im schönen Südkorea wohnt. Die Stadt wird jetzt nicht genannt, wenn ich es richtig gesehen habe. Es ist, glaube ich, nicht Seoul. Ich bin mir nicht sicher. Ich lege dafür jetzt mal meine Hand nicht ins Feuer. Auf jeden Fall lernen wir eine südkoreanische, also immer wenn ich von koreanisch rede, ist es südkoreanisch, ja. Familie kennen, die besteht aus Papa, Mama, zwei schon so halbwegs erwachsenen Kindern, Sohn und Tochter. Und die sind allesamt arbeitslos, schlagen sich so ein bisschen durch, auch hier mit Falten von Pizzakartons. Verdienen sie Geld und ich meine, das machen sie richtig und ordentlich und sauber. Und hatten natürlich, die Eltern hatten früher noch andere Jobs und ja, die Tochter ist so ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen eine Betrügerin oder so, aber kann sehr gut reden, kann sich sehr gut aus Situationen rausreden und der Sohn ist eigentlich der Clevere von allen, der studierte oder der eigentlich studieren sollte. Da fehlt allerdings aber das Geld in der Familie. Also es hakt an allen Ecken und Enden, diesen jetzt nicht gerade hier die Vorzeigefamilie, aber jetzt auch nicht unbedingt so wie die Flodders. Also es ist eher so, die wohnen in der Kellerwohnung, haben dann immer am Wochenende Besuch von einem, der draußen immer an die Laterne pinkelt und so Späße macht. Und ja, es riecht halt auch so ein bisschen gammelig nach Keller bei denen und auch die ganzen Klamotten und alles riecht halt bei denen wohl auch dann gammelig. Und ganz am Anfang ist dann so eine schöne, sehr schöne Szene mit einem Insektenvernichtungsmittel, der halt die Straßen desinfiziert, einer. Und alles so, oh, er kommt wieder schnell, macht die Fenster zu. Und da sagt der Vater, nein, lass die Fenster offen, so Desinfektionsmittel brauchen wir hier auch mal wieder. Und dann hocken sie da Pizzakarton faltend im Nebel und husten sich einen ab. Also es ist schon so ein bisschen skurril, wo du denkst so, okay, wo führt das hin? Und das führt ungefähr dahin, dass ein Kumpel von dem Sohnemann, ich kann die Namen nicht mehr, ich muss mal ganz kurz gucken, der Sohn heißt, oh Gott. Der Sohn? Kim Ki-taek. Die Tochter heißt Kim Ki-jung, heißt der Vater Kim Ki-taek? Puh. Sind auf jeden Fall koreanische Namen. Mach weiter, Chris.
Es sind koreanische Namen. Koreanischer Name 1, koreanischer Name 2. Ja, nein. Der hat einen Kumpel und der macht ein Auslandssemester und fragt ihn, ob er nicht Bock hätte, bei seiner Nachhilfeschülerin für ihn einzuspringen. Allerdings muss er gleich vorneweg sagen, er steht ein bisschen auf die und wenn die in 2 Jahren dann an die Schule fertig macht, möchte er sie offiziell bitten, dass man offiziell zusammen ist. Das ist so, im Koreanischen ist das so ein bisschen auch Brauch. Man würde sagen, die haben ja im Koreanischen auch 5 verschiedene Höflichkeitsstufen. Das wissen viele in Deutschland gar nicht. Also wir haben ja hier unser Du und Sie und die haben halt noch ein paar andere Stufen, wo du halt auch nie wirklich weißt, in was du drin steckst. In den USA ist ja noch einfacher mit You. Das ist ja für alles. Ach so, hat das da, jetzt muss ich mal kurz, hat das da irgendwas mit der... mit der Familienbande zu tun oder was? Oder mit ja, so Freunden und angeheiratet oder irgendwas? Ja, also und, genau. Und auch genau. Boss und ach so, Vorgesetzter Arbeit und so. Ah, okay, jetzt verstehe ich. Genau, da ist es. Und gar nicht. Na, er bittet ihn also dann, den Englisch-Nachhilfelehrer zu geben. Er sagt natürlich, hey, ich habe aber gar keinen hier Abschluss oder so. Und er sagt, macht nichts, du sprichst es so gut. Kommt nur darauf an, dass die gute Klassenarbeiten schreibt, dass das alles läuft. Und dann passt das. Und er geht dann dahin und in der Tat kann er überzeugen als Nachhilfelehrer und bekommt dann den Job bei dieser Familie, wo er der, ich glaube, 16 oder 17 Jahre alten Tochter dann Nachhilfe gibt, eher 16 oder 15. Also die Mutter ist etwas einfältig, die ist jetzt nicht dumm oder so, sondern eher so gutgläubig und so, ha ja, ist die sind sehr reich, ein Mords, das Haus mit Riesenkeller, mit Riesengarten und Riesenanlage und Sicherheitstür und blablablub, also das Oberhaupt der Familie, in dem Fall der Vater, der verdient ein Scheißgeld, kann man nicht anders sagen, ist dementsprechend nicht so arg oft zu Hause. Zu Hause, die Frau kriegt den Haushalt nicht gebacken, hat eine Haushaltshilfe und jetzt haben sie eben einen neuen Nachhilfelehrer. Und dann stellt sich raus, dass der kleine Junge der Familie irgendwie halt ein kleiner Junge ist, aber mit einem psychischen Knacks. Und ganz komische Bilder auch malt. Und dann steht der Sohn der Ursprungsfamilie steht da und dann unterhalten sie sich da über dieses Bild und dann geht's so los. Und ja, und eigentlich brauchen wir jemanden, der unseren Sohn betreut. Und er so, oh, ich kenne da jemanden, die Schwester, oder die Cousine von dem Kumpel von mir, die gibt so Kunstunterricht und kann das bestimmt machen. Und wer wird das wohl sein? Seine Schwester? Das ist genau, koreanischer Name 3. Nein, das ist seine Schwester. Und so schleust er die Schwester in die Familie. Dann werden sie den Fahrer los, so schleusen sie den Vater als Fahrer in die Familie. Und zu guter Letzt werden sie die Haushälterin los, so schleusen sie die Mutter in die Familie. Alles mit, ja, ich kenne da jemanden. Und jetzt betreut die eine Familie quasi komplett die andere. Also die arme Familie komplett die reiche Familie. Dass das auf Dauer nicht gut gehen kann, sollte, glaube ich, klar sein. Dass es irgendwann einen Schlag tun wird, sollte auch klar sein. Wie und was da noch passiert, das verrate ich jetzt nicht, weil das würde sehr, sehr viel Spaß an dem Film nehmen. Ich kann eigentlich nur sagen, da passiert noch ganz gewaltig einiges. Und welches auch, Genre ist das? Comedy, Drama, Thriller. Was? Okay. Ein Dramedy-Thriller würde ich ihn nennen, weil das passt alles rein. Es wird teilweise völlig abstrus, du hockst wirklich dran so, what the, was? Aber, oh mein Gott, und oha, und der Film funktioniert auf so unfassbar vielen Ebenen, weil er ist wirklich, zum einen ist er echt, hat er einen sehr, sehr eigenen Humor, dann dieses Familiendrama ist drin und dass da ein Thriller noch mit drin ist, es passt, es klingt total verkorkst, ist es eigentlich ein auch mit der Familie, mehr oder weniger. Aber ein unglaublich cooler, spannender, witziger Film mit ganz arg seltsamen Wendungen. Und ich war schwer begeistert. Und zwar ganz arg oft von ganz arg vielen Szenen, von ganz arg vielen Dialogen auch einfach nur. Es war klar, ist es wahrscheinlich im Original noch ein bisschen anders, aber wirklich großartig. Großartig geschauspielert teilweise. Und auch die Bilder toll in Szene gesetzt. Regisseur war Bong Joon-ho. Der Snowpiercer gemacht hat und The Host. Genau, der von Snowpiercer und auch The Host, genau. Den hat man auch mal in der Sneak, The Host. Und Snowpiercer, glaube ich, auch. Snowpiercer hat man auch in der Sneak, großartig, ja, 2013. Alle beide großartige Filme.
Ja, an sich sehr, sehr coole Filme auf jeden Fall. Und jetzt nochmal hat er mit Parasite, je nachdem, wie man es aussprechen möchte, wirklich einen nachgelegt, der für mich ist es, muss ich auch ganz ehrlich sagen, für mich ist es tatsächlich ein Oscar-Kandidat für bester ausländischer Film. Oh, okay. Weil, also ich fand ihn wirklich saugut. Der geht 2 Stunden 12 Minuten. Das klingt unsäglich lang, aber die Zeit vergeht so unfassbar. Man hockt so drin und denkt sich nur so, warum, was, oh Gott, und hä? Und das nicht nur einmal. Und das hat dann, wenn man sich drauf einlässt, klar, es ist dann, ganz arg oft kommt man dann so, ja, aber so, ja, mit den asiatischen Filmen und das heißt in dem Fall überhaupt gar nichts. Es ist einfach großartig gespielt und hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und hat auch sehr viel Spannung tatsächlich dabei gehabt. Also ich kann den uneingeschränkt empfehlen, weil, ja. Ich mag das auch sehr, wenn das nicht so ganz so Hollywood einerlei ist, weil gerade auch The Host oder Snowpiercer, die hatten so eine eigene Sprache gehabt in dem, also nicht nur die gesprochene Sprache jetzt bei The Host oder so, sondern was ich meine, so die Bildsprache und wie es halt auch erzählt wird. Das ist halt auch ein ganz anderes Erzählen und man merkt halt auch, es kommt aus einer ganz anderen Kulturregion und das mag ich eigentlich immer ganz gerne, wenn es auch gut gemacht ist dann und das ich habe mich sehr geärgert, dass ich ihn nicht mitgesehen habe, aber es ging halt nicht und ich werde auf jeden Fall nachholen, unbedingt. Den solltest du auf jeden Fall nachholen, also auch die Sozialkritik, wo da drin ist auch echt richtig gut, richtig schön umgesetzt, es ist einfach krass, das Setting ist relativ einfach, es sind die 2 Wohnungen, ein bisschen mal in der Stadt spielt, aber ganz, ganz wenig nur und es ist, wie gesagt, so die Situation, wo da bei rumkommen und wie das alles sich ausgeht am Ende, ist schon ja, sehr, sehr cool. Ich kann es echt wirklich nur uneingeschränkt empfehlen. Ich kann sagen, hey, geht in diesen Film. Das ist was man so in der Art schon lange nicht mehr gesehen hat. Und der hat ja in den USA hat er auch richtig, richtig zugeschlagen gleich. Ne? In den USA ist er super gestartet. Ich habe gerade mal nachgeschaut. Bei Amazon, es gibt einen Film, der heißt Parasite. Regisseur Christopher Nunez, das ist wahrscheinlich ein mexikanischer Film vielleicht, der auf jeden Fall den nicht nehmen, sondern den, wo die Blu-ray am 27. Februar erscheint. Nur so als Tipp. Der aber auch jetzt erst ins Kino läuft. Der jetzt aber wer wie ich den vorbestellen will, bei Kino weiß ich jetzt nicht, ob ich das schaffe. Ich habe mir aber gerade mal vorgemerkt hier bei Amazon für die Blu-ray. Und bin gespannt dann drauf, ja. Am 27. Februar ist noch eine Weile übrigens hin, also dann 9 von 10 Punkte gebe ich ihm, weil wirklich er brutal viele Sachen abdeckt und eigentlich wären es 8,5 gewesen, aber ich fand die weibliche Hauptdarstellerin ganz nett. Also klar. Du nur wieder. Ja, ich erkläre wenigstens, wie die Punkte zustande gekommen sind. Das macht doch eigentlich jeder von uns, oder? Ja. Aber das ist ja fast dasselbe wie, war das hier One Cut of the Dead, One Cut of the Dead hatte ich ja, habe diesen japanischen Zombie-Film, wo die quasi den Film im Film im Film drehen. Und das war halt auch so völlig anders, wie man es so kennt, ne? Und den möchte ich auch nochmal ans Herz legen, den müsste es eigentlich jetzt auf DVD und überall geben. Ja, One Cut of the Dead. Oh, ich lese gerade, One Cut of the Dead ist der japanische Film, der die 7. höchste Einspielergebnis in 2018 erzielt hat in Japan von allen Kinofilmen. Ha, krass. Ja, wie haben denn so die anderen diesen Film aufgenommen? Ich meine, das ist ja dann, hast ja auch gesagt, vielleicht ein etwas sperriger Film, der nicht für jedermann ist. Gab es da welche, die rausgegangen sind? Oder? Ich habe niemanden gesehen, der rausgegangen ist. Ich habe eher ganz arg viele gesehen, die das wirklich auch gefeiert haben, die sich weggeworfen haben teilweise. Allein von der Abstrusität, die es da gab. Und wenn man auch in unsere Gruppe bei Facebook reinschaut, die schlechteste Bewertung ist ein 1x5 und 1x6. Und dann geht's los, 7 bis 10, alles massiv vertreten. Die meisten mit 8, allein 11 Leute haben 8 Punkte gegeben. Spricht für sich, denke ich. Ich habe irgendwie 100% Weiterempfehlung bisher. Deswegen keiner negativ weiterbewertet. Ja, ich habe irgendwo anders, ich glaube bei den Rocket Beans war es in der Kinosendung, habe ich gehört, da ist auch ein bisschen Blut drin. Vielleicht kann man das ja zumindest mal mit erwähnen für die, die vielleicht sagen, oh, so ein Familiendrama hier ist vielleicht nicht so meins, ne? Also da fließt auch wohl noch ordentlich der rote Körpersaft, wenn ich das so richtig verstanden habe, ne?
Das ist, glaube ich, also es wäre für mich war das auch noch der ausschlaggebende Punkt, wo ich gesagt habe, oh, das klingt jetzt wirklich interessant. Also, ja, genau. Da haben wir hoffentlich den Hörern jetzt richtig Lust gemacht darauf. Kate, hast du Lust auf den Film? Ja, definitiv. Ja. Cool. Ich war ja auch nicht dabei aus anderen Gründen, aber ich will ihn gerne noch sehen, ja. Ja, Bauer sucht Frau ist natürlich interessanter zum Gucken. Auf jeden Fall. Oder? Nee, wie sieht's denn da aus mit dem Tipp für morgen, Chris? Der Tipp für die nächste Sneak, das wäre dann die Sneak 1024. Also ein, was weiß ich, Gigabyte-Film. Aber Parasite war 1022? Was? Steht hier zumindest in der. Ah, dann ist da. Oh. Steht hier drin. Dann haben wir irgendwo einen Dreher drin. Ja, ich weiß nicht, egal wo. Ja, ja, ich weiß, wer den Fehler hat. Das ist 1023. Ich weiß, wer den Fehler gemacht hat. Passiert. Ah, ich hab's schon verstanden. Passiert. der Tipp lautet auf jeden Fall Go Public. Ah. Ach, warte mal. Ich glaube, habe ich da schon irgendwas. Ah, doch, ich habe das perfekte Geheimnis, habe ich getippt. Genau. Und was ist noch so eingegangen? Warte. Hier. Es gibt zwei weitere Tipps und zwar Official Secret. Das weiß ich nicht, um was es da geht. Auf jeden Fall spielen da nette Schauspieler mit. Und Booksmart. Da, den würde ich ja gern sehen. Booksmart würde ich total gern sehen. Würde auch gern, ist nämlich von Olivia Wilde. Ich würde auch gern beide Tipps von Martin gerne sehen. Also meinen Tipp würde ich nicht so gerne sehen. Aber ich habe nur getippt. Also nicht, dass ich mir das wünsche. Ja. Ja. Also ich würde, glaube ich, lieber Booksmart sehen, als wie Official Secrets. Liegt eher an Keira Knightley. Nee, also Booksmart ist halt, habe ich in meiner Filterbubble ganz weit oben, weil ich ein großer Olivia Wilde-Fan bin in Sachen Regie. Sie macht sehr, sehr geile Regie. Und ich habe auch diesen ganzen Hype um diesen Film ein bisschen gefrönt und habe das verfolgt. Und ich müsste ihn eigentlich auf jeden Fall sehen, ob er jetzt in der Sneak kommt oder nicht, will ich ihn auf jeden Fall sehen. Startet am 14. November, also wenn er nicht in der Sneak kommt, dann muss ich wohl mal ins Kino. Okay. Also macht jetzt Gina Wilde eher Regiearbeiten als vor der Kamera. Ich hab's mir so verkniffen, diesen Kommentar. Nee, jetzt mal. Olivia. Ach so, okay. Ah. Heißt sie nicht das mit zweiten Namen Gina? Was weiß ich? Muss nee, ich die mich heißt wohl, doch 13. Muss ich mich Ach wohl so. Verhört haben. Ja, Entschuldigung. Ich auch. Passiert. Genau, selektive Wahrnehmung. Ich habe noch einen Film gesehen, der erscheint am 24. Oktober, also in 4 Tagen, auf Blu-ray. Und ich habe hier schon mal einen Rezensionsdisc bekommen. Habe ich eine Weile ein bisschen vor mir hergeschoben, weil ich da nichts Gutes drüber gehört habe. Aber jetzt konnte ich mir mal mein eigenes Bild machen. Es handelt sich um den Film Men in Black International. Und ich bin ja erklärter Fan der ersten 2 Teile, ganz bewusst. Den 3. Teil fand ich richtig scheiße. Der Men in Black-Reihe. Und der 4. Teil soll ja so eine Art, so ein Reboot sein mit neuen Darstellern. Und wir fangen das nochmal neu an. Und der Thor spielt auch mit, Chris Hemsworth. Und Tessa Thompson spielt mit. Emma Thompson hat die Valkyrie. Emma Thompson hat auch eine Nebenrolle. Und ja, die Tessa Thompson, die heißt im Film Molly. Und da sieht man am Anfang, wie sie so als Kind eine Begegnung mit der 3. Art hat, wie man es so schön nennt, und wie dann die Men in Black kommen und das irgendwie bereinigen. Allerdings werden da nur alle möglichen anderen geblitzdingst, aber nicht das Kind, weil sie das gerade nicht so mitbekommen, dass sie das auch mitbekommen hat. Sie sollte eigentlich schlafen und hat aber dann Dinge gesehen, die sie nicht sehen soll. Da hat also da schon Wissen und da gibt es jemand. Und als sie dann größer wird, würde sie halt gerne dort bei diesen Men in Black mitmachen. Und wir sehen dann parallel auch noch so eine Mission, wo Liam Neeson mit seinem Partner Chris Hemsworth da so eine Mission macht. Und dann ist wieder so eine ähnliche Szene wie im allerersten Men in Black, dass eben der Staffelstab übergeben werden soll. Der eine will sich halt zurückziehen, der Ältere, und der andere soll halt weitermachen. Und es gibt dann irgendwie noch so eine große Bedrohung und sonst was alles. Ey, ich habe dann an irgendeiner Stelle habe ich dann auch nicht mehr alles mitgekriegt, weil es einfach zu Banane war. Und es war halt einfach, was im ersten Teil von Barry Sonnenfeld noch wirklich, einfach eine gute, witzige
Geschichte hatte mit einer Chemie, die einfach total gut funktioniert hat zwischen allen möglichen Darstellern, die da vertreten waren, war halt hier einfach nicht mehr der Fall. Also ich mag ja eigentlich die Darsteller im Einzelnen schon, aber es hat irgendwie nicht zusammengepasst, irgendwie das Puzzle. Das hat irgendwie nicht funktioniert und die Effekte, die Alien-Effekte, die sind natürlich jetzt wesentlich besser als vor ein paar Jahren noch, als der erste Teil rauskam. Aber es wird hier auch wirklich inflationär eingesetzt, alles mögliche ständig, wenn irgendjemand ranläuft, dann kommt irgendein Alien da und dies und das und jenes. Es war halt nicht so dieser War-Effekt, wenn du dann doch mal ein Alien gesehen hast, sondern die waren halt irgendwie die ganze Zeit, gab es irgendwas und irgendwie in dieser Zentrale, da gibt es natürlich ganz viele so von diesen Aliens und ach, es war irgendwie alles so, puh, irgendwie so belanglos einfach, ne? Es war jetzt nicht so scheiße wie der dritte Teil. Es war halt einfach langweilig und belanglos. Ich kann es nicht anders sagen. Der hat mir, weiß nicht, so richtig gefallen hat er mir nicht, aber so richtig schlecht fand ich ihn auch nicht. Der dümpelte da so im Mittelfeld vor sich hin und Soundtrack wüsste ich jetzt auch gerade nicht irgendwie, ob ein cooles Lied mich angesprochen hätte, und das ist eigentlich schon mal ein schlechtes Zeichen. Ja, ich weiß nicht, ich bin mit dem nicht warm geworden, mit diesem Film, aber das sind ja auch so die, glaube ich, so die einhelligen Meinungen, die ich dann so durchgelesen habe, und ich gebe diesem Film 5,5 von 10. Ha. Und ja, ich glaube auch nicht, dass das da noch irgendwie weitergeht in dieser mit Chris Hemsworth und Tessa Thompson, ob sie da nochmal einen drauflegen, dass es da weitergeht. Vielleicht finden sie dann doch mal irgendwie ihre Sprache, dass es funktioniert. Aber puh, weiß nicht, wenn das so bleibt, dann nicht. Okay. Macht mir jetzt nicht so Bock drauf. Ich bin ja eigentlich auch Men in Black Fan. Also ja, ich meine, gerade die ersten beiden großartig einfach. Der dritte, also, ja. Er tut jetzt nicht so weh wie der dritte, der war echt scheiße. Aber der dritte war, geht so. Aber war hier der dritte Teil. Ich meine, ich habe letztens hier auf Sky, kommen die auch immer mal so durch, ne? Dann bist du beim Zappen, bleibst du hängen, ja, und irgendwie Will Smith, der dann so hier den Typen hinterherjagt, hey, der hat hier gezwinkert und ganz komisch und so. Ja, oder wo der den dann hier mit seiner zirpenden Grille und ach, das waren alles so coole Szenen, die einfach funktioniert haben. Es hat halt einfach gepasst, aber irgendwie Chris Hemsworth, den hat man jetzt schon auch so oft gesehen. Vielleicht hätte man einem jungen, coolen Kerl, ich weiß nicht, ich kann jetzt gerade keinen nennen, der mir da einfallen würde, aber das ist ja gerade das, dass man jemanden nimmt, der dann so überraschend funktioniert, ja. Vielleicht irgendjemand aus einem ganz anderen Bereich, nicht jemand, den man schon in so vielen verschiedenen Rollen gesehen hat, sondern jemand, wo man sagt, okay, das wäre doch mal was, wenn der das jetzt macht, ja, und nicht jemand, der schon omnipräsent ist, ne. Ja. Ja. Okay, Kay, du hast die Stephen King-Verfilmung geguckt im Hohen Gras auf Netflix. Ja, also ich muss dazu sagen, ich bin noch nicht ganz fertig. Ich habe den Film für die Aufnahme jetzt unterbrochen und es fiel mir nicht ganz so schwer, Stopp zu drücken und nachher weiter zu gucken. Im Hohen Gras ist, wie du schon sagst, eine Stephen King-Verfilmung, die jetzt bei Netflix läuft. Es geht um ein riesiges Feld mit hohem Gras und ein junges Mädchen, also ein junges Mädchen, so Mitte 20 wahrscheinlich, schwanger, und ihr Bruder sind auf dem Weg, keine Ahnung wohin, also sie fahren von A nach B und ihr wird immer wieder beim Autofahren schlecht, und dann halten sie gerade so vor so einem Kirchengebäude an und sie spuckt, und dann hören sie in diesem hohen Gras einen Jungen rufen, dass er sich verirrt hat. Und sie wollen ihm dann helfen und stellen das Auto vor der Kirche ab und gehen dann in dieses Feld hinein und merken sehr, sehr schnell, dass irgendwas nicht stimmt. Denn sie finden zum einen selber nicht wieder raus, und zum anderen versuchen sie, also sie werden auch noch getrennt, das ist das Problem, also sie bleiben nicht zusammen, sie werden getrennt voneinander und finden sich nicht wieder. Sie versuchen dann auch mal rauszufinden, wo der andere ist. Und da gibt es dann so eine Szene, wo sie sagen, okay, wir hüpfen jetzt beide hoch mit gestreckten Armen nach oben. Vielleicht sieht jeweils einer den anderen. Das machen sie dann auch, und sie sieht ihren Bruder. Und sie so, hey, wir sind nicht arg weit voneinander weg. Dreh dich einmal um 180 Grad und spring nochmal hoch, dann siehst du mich. So, und die sind wirklich nicht weit auseinander. Die sind vielleicht so, keine Ahnung, 10 Meter voneinander weg. Ja.
Dann springen sie wieder hoch und plötzlich ist er viel, viel weiter weg. Also bestimmt, keine Ahnung, einen halben Kilometer. Ja? Und man sieht nur von Weitem so seine Hände aufblitzen. Also ist irgendwas nicht ganz koscher. Zudem, also sie können miteinander reden, sie rufen sich ja gegenseitig, sie hören sich auch. Allerdings hören sie sich ständig aus verschiedenen Richtungen. Ja, also was dann dazu verleitet, dass sie auch noch kreuz und quer durch dieses Feld laufen. Marco, Polo, hä? Marco. Ja, genau, so in etwa. Polo. Jetzt antwortet der Hund auch schon. Und dann wird es komplett seltsam, denn nicht nur die beiden stecken in diesem Maisfeld fest, weil sie haben ja diesen Jungen gehört, sondern auch der Junge, seine Mutter und sein Vater und später auch noch ein weiterer junger Mann, der auf der Suche nach dem Geschwisterpaar ist. Und die sind dann alle, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, man das sagen? Also sie sind auf jeden Fall alle in diesem Feld und sie treffen sich auch zu verschiedenen Punkten, an verschiedenen Punkten. Im Zentrum dieses Feldes steht so ein komischer großer Stein. Was es mit dem auf sich hat, dabei bin ich noch nicht. Aber es ist, also irgendwas ist mit diesem Feld nicht in Ordnung. Da läuft irgendwie eine andere Zeit ab. Also ganz, ganz abstrus. Also ich finde es jetzt nicht besonders spannend. Ja, also ich bei Stephen King, da denke ich mir, da muss es mir in den ersten 10 Minuten kalt den Rücken runterlaufen. Das tut's halt nicht. Die Grundidee der Story finde ich ziemlich geil. Ich muss es, wie gesagt, noch fertig gucken. Aber er zieht sich halt. Also als ich Pause gemacht habe, habe ich gedacht, eigentlich müsste jetzt bald das Ende vom Film kommen. Und da war ich knapp über der Hälfte. Also ich habe nicht lang geguckt vorher scheinbar, aber es wirkte viel länger. Also er zieht sich ganz schön. Ich glaube, dass der noch ganz cool werden könnte. Ich hoffe es zumindest. Ich würde jetzt nicht abraten, in den Film reinzuschauen, aber man sollte auch nicht zu hohe Erwartungen haben. Das kann sein, dass er noch richtig geil wird. Das muss ich mir jetzt nachher noch anschauen. Aber momentan ist es eher so, oh, wenn er so bleibt, gebe ich ihm 6 Punkte. Das war's. Ja? Wenn überhaupt. Wenn er noch ein bisschen aufdreht, dann könnte er, glaube ich, noch gut werden. Ja. Puh, hat mich jetzt auch nicht so gereizt. Also das, was ich auch schon so gehört habe bei anderen, ist ungefähr das, was du jetzt auch beschrieben hast. Und das reizt mich jetzt gar nicht. Mich also auch nicht. Ich finde den spannenden Effekt einfach, also spannenden Aspekt einfach, dass da was mit der Zeit nicht funktioniert. Also in diesem Feld herrscht einfach eine andere Zeit. Ja. Und so wie das jetzt nach und nach rauskommt, finde ich das eigentlich ganz interessant. Aber ja, es ist einfach ein bisschen zu nicht gruselig genug. Es ist nicht creepy genug. Es ist nicht, ach du Scheiße genug. Gut, es ist eher so. King hat ja nicht nur Gruselsachen gemacht, ne? Ja, ich weiß, trotzdem. Also ein bisschen muss es einen schon so ein bisschen schauern, finde ich. Sonst ist es irgendwie, weiß nicht, ich weiß sonst nicht, was der Film einem antun soll. Ja, weil ich finde ihn jetzt weder Mystery besonders spannend noch ein bisschen creepy. Ich weiß nicht. Ja, jetzt ist er. Guck mal zu Ende. Ich guck mal zu vielleicht, Ende. Vielleicht kommt da noch ein Riesenhammer, wo du denkst, wow. Ja, eben, genau. Da hoffe ich ja noch drauf. Ja. Okay, dann habe ich den nächsten. Ich habe noch einen Film geschaut. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, hatten wir den das Sneak gehabt, der Vorname? Ne? Ich kann mich nämlich auch erinnern. Den hattet ihr besprochen gehabt. Den habe ich jetzt mal nachgeholt, weil es den jetzt auf DVD gibt. Ich mochte ja auch sehr dieses französische Original Le Prénom, also der hieß auch auf Deutsch dann Der Vorname. Den hatten wir auch tatsächlich in der Sneak irgendwann mal. Und jetzt habe ich mir die deutsche Version davon angeschaut. Ich weiß gar nicht, ob das basiert ja alles auf so einem Theaterstück. Ich weiß gar nicht, wo da die Herkunft ist, ob das ein deutsches Stück ist oder je nachdem. Also in der deutschen Version, wenn wir das schon mal besprochen haben, kann ich das ja etwas kürzer abhandeln. Die ist gedreht von Sönke Wortmann. Hauptrollen spielen zum Beispiel Florian David Fitz, Christoph Maria Herbst, Caroline Peters. Iris Berben hat eine kleine Nebenrolle. Janina Use spielt noch mit. Und die kurze Geschichte, weshalb das auch der Vorname heißt, ist, es findet sich ein Freundes- und Familienkreis zusammen zu einem gemeinsamen Essen.
Und da gibt es eine, ja, der eine, dessen Frau oder Freundin ist schwanger und wird, ja, das wird dann auch mit ein bisschen so mit gefeiert da in dieser Runde. Und die ist noch nicht da, die ist noch nicht angekommen in der Runde und alle löchern ihn nun, hey, habt ihr schon einen Namen für das Baby? Und er nennt dann halt diesen besagten Vornamen und dann starten die ganzen Diskussionen und dadurch, dass eben basierend auf einem Theaterstück ist, kommt halt sehr viel über Dialog und sehr viel über Wortwitz, über skurrile Situationen, über Enthüllungen, die man nicht gedacht hätte, über wirklich abgefahrene Richtungen, in die das Ganze schlägt. Wir hatten ja schon diverse Sachen, die auf Theaterstücken hier, das mit der Schule da, mit diesem Elternabend und so, das war ja auch sowas und ja, hier. Frau Müller muss weg. Genau, der Gott des Gemetzels. Ich kenne und mag ja das Original, oder was heißt das Original? Ich weiß nicht, ob es das Original ist oder ob nur beides auf demselben Stück basiert, was das Original ist. Den französischen Film mochte ich sehr und den habe ich auch schon ein paar Mal wieder gesehen gehabt. Ich hatte ein bisschen Angst, dass es einfach so 1:1 ist, aber nee, ist es nicht. Hat wirklich ein paar ganz andere Dinger drin. Ich meine, die Grundprämisse ist natürlich die gleiche, auf der sich das alles aufhängt, aber diese ganzen Nebenstränge, die sich dann so enthüllen und entwickeln und wer da mit wem und was da noch alles in der Vergangenheit begraben liegt, da haben sie zum Glück ein paar coole Einfälle gehabt, die wirklich ein bisschen anders sind als in dem anderen. Also wenn man das schon irgendwie kennt, dann kann man hier definitiv mal einen Blick riskieren und ich gebe da 8 Punkte, das hat mir echt gut gefallen. Ja, auch ich erinnere mich auch wirklich noch dran, sehr gerne sogar dran, weil manche von den Begründungen, die gerade auch von Florian David Fitz da kamen, wegen diesem Namen, ich saß teilweise echt dran, habe gedacht, er hat nicht mal so Unrecht. Dass genau. Josef geht bei manch nicht. Einer Begründung. Ben ha? Geht nicht, Josef geht nicht, Ben geht ja, nicht. Ja, 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 und schon geht's los, ne, mit diesem ganzen Namen. Wenn du willst, kannst du überall was finden. Dann. Ja. Ja, fand ich nämlich echt stark. Also, ja. Hat viel Spaß gemacht, ja. Jo, also der Vorname von mir, eine Empfehlung gibt's auf Amazon oder auf den, weiß nicht, auf jeden anderen Portal, wo ihr DVDs und Blu-Rays kaufen könnt oder auch in dem Laden eures geringsten Misstrauens fort. Und ich glaube, demnächst kommt er auf Sky. Da hatte ich nämlich auch schon irgendwie mal einen Teaser gesehen. Dann könnt ihr auch noch ein bisschen abwarten. Dann ist er wahrscheinlich demnächst auch in diversen Streaming-Portalen verfügbar. So, jetzt hat die Kate noch einen. Die hat nämlich auf Sky was geguckt. Ganz genau. Ich habe mir gestern den ganzen Film angeguckt, nicht wie vorhin bei dem Hohen Gras. Ich habe den deutschen Thriller Abgeschnitten angeschaut, aus einem ganz einfachen Grund. Das beruht nämlich auf dem Roman von Sebastian Fitzek und ich bin ein Fitzek-Fan, ich mag seine Bücher. Und es geht um einen Herrn, Gerichtsmediziner namens Paul Herzfeld, gespielt von Moritz Bleibtreu. Ach, das ist der Film, den ich sehen wollte. Beinahe. Den gibt's jetzt auf Sky zum Abruf. Hey, den wollte ich sehen. Der ist doch von Christian Albert, ne? Ja, genau. Ja. Oh, den gibt's jetzt auf Abruf. Den also jetzt noch nicht im normalen Programm, oder? Doch, auf Sky Cinema. Aber du kannst ihn auch abrufen. Moment, also muss ich gleich mal nebenbei programmieren. Also das wär fast an mir vorbeigegangen. Ja. Okay, darf ich weitererzählen? Ja, ich bin sehr gespannt, was du sagst. Super. Also er ist Berliner Gerichtsmediziner und hat eine Leiche zur Autopsie auf seinem Tisch. Und in dieser Leiche findet er eine ganz kleine Kapsel. Und beim Untersuchen dieser Kapsel, die er dann öffnen kann, kommt ein noch kleinerer Zettel zum Vorschein mit einer noch kleineren Schrift darauf, die man nur unter der Lupe erkennt. Und zwar steht auf diesem Zettel der Name und die Telefonnummer seiner Tochter. In der Leiche, die er da gerade auf dem Tisch hat. Und er dreht erstmal komplett durch, ja, versucht sich erstmal nichts anmerken zu lassen, verlässt den Autopsiesaal und sucht sich eine ruhige Stelle und versucht natürlich seine Tochter zu erreichen. Da geht auch jemand ran. Und zwar seine Tochter. Allerdings wirkt sie extrem verstört. Und sie sagt ihm, dass er jetzt alles tun muss, was sie ihm sagt,
sonst stirbt sie. Und er darf nicht die Polizei einschalten, er darf nichts, niemanden hinzuziehen eigentlich. Er muss sie retten und wie er sie retten kann, das findet er raus, wenn er Erik findet. Tut mir leid, er heißt so. Ja, so. Und dann beginnt eine Art Schnitzeljagd. Das ist meine Aufgabe, Leute zu retten. Ja. Und dann beginnt eine Art Schnitzeljagd. Das Problem an der ganzen Sache ist, der gute Erik wird auch gefunden, allerdings auf der Insel Helgoland, von einer jungen Frau, die dann das Telefon klingeln hört erneut, weil er immer wieder versucht, seine Tochter zu erreichen, nochmal, und geht dann ran. Erik ist eine Leiche, eine weitere Leiche auf Helgoland. Er ist quasi der nächste Hinweis, den er finden muss. Das Problem ist, Helgoland ist aktuell von der Außenwelt abgeschnitten, da ein Orkan tobt. Ein Schneesturm. Es fahren keine Fähren, keine Schiffe, gar nichts. Flugverkehr ist eingestellt, nichts. Er schafft es, würde es gar nicht auf diese Insel schaffen. Und jetzt muss er zusammen mit dem jungen Mädchen, was er auf telefonisch quasi gefunden hat, versuchen, diesen Fall zu lösen und seine Tochter zu retten. Und das ist ziemlich gut gemacht. Es ist ein deutscher Film, muss ich dazu sagen. Ich sage das immer gern dazu. Es ist ein deutscher Film, aber es ist einer von den guten deutschen Filmen. Ich habe sogar das Interesse, ihn nochmal anzugucken. Ich fand ihn sehr spannend. Ich fand ihn sehr eklig, weil halt Autopsie und da wird halt auch alles gezeigt. Ja? Ich fand ihn von der Story, also ich muss sagen, ich kannte tatsächlich dieses Buch von Fitzek noch nicht. Das heißt, ich kannte die Story nicht, was sehr gut ist. Denn da tauchen so die ein oder anderen Personen auf, wo du denkst, na, der ist doch nicht ganz koscher, der hängt doch da irgendwie mit drin. So. Und dann versuchst du halt selber dahinter zu kommen, du versuchst mit Moritz Bleibtreu diesen Fall zu lösen und rauszufinden, was hinter diesem ganzen Ding steckt. Und es ist so ein bisschen verquer und verkuddelt, dass es echt, echt spannend ist. Mir hat der Film sehr, sehr gut gefallen. Wen ich noch erwähnen muss, wer da auch noch mitmacht, ist der, warte mal, den kennt ihr, den mögt ihr, das ist der, wartet mal, ich weiß noch nicht, wie er heißt, hier kommt er, Fari Yardim spielt auch mit. Ja. Jo, ja. Den mögt ihr. Und der hat einen ganz tollen Akzent, der schwätzt nämlich so platt. Das ist sehr, sehr lustig. Der Fari ist super. Ja, ich kenne den ja als so Comedy-Zeug machend, ja, was Lustiges. Und da spielt er halt so ein Hausmeister, also der spielt quasi den Hausmeister der Insel, witzigerweise. Der arbeitet in der Klinik, der hat einen Schlüsselladen, der hat also quasi die ganzen Schlüssel von allen Bewohnern auf dieser Insel. Und der wird zu allem hingerufen. Wenn irgendwas ist, muss man den anrufen, der kümmert sich drum. Er ist quasi der Hausmeister der ganzen Insel gefühlt. Und der Moritz Bleibtreu und der Fari, die kennen sich halt gut. Und der Fari hilft ihm auch immer, wenn Moritz auf der Insel ist, um da irgendwelche Leichen zu obduzieren, die dort gefunden wurden oder irgendwelche Mordfälle mit aufzuklären. Das heißt, er hat damit schon auch öfter mal zu tun dort. Deswegen wird auch sein Weg dorthin führen. So ist zumindest seine Meinung. Ah. Es ist sehr spannend, es ist sehr cool. Es macht Spaß, es ist eklig, es ist verstörend. Spielt Christian gut. Ulmen auch mit? Nein. Aber es spielt Frage. Lars Eidinger mit. Frage für einen Jerks-Fan. Und Jasna Fritz-Bauer. Jasna Fritz. Ich finde die alle vier, also das sind so die vier Hauptdarsteller, finde ich alle sehr, sehr cool. Gut. Okay. Gut gemacht. Ja. Angucken, Erik. Ja, definitiv. Christian Albert, der hat bei mir so einen Stein im Brett seit dem Film Antikörper, der mich so mitgenommen hat damals. Cool. Und ja. Pandorum fand ich auch super, da spielt ja auch Antje Traue mit. hat ein bisschen gelitten durch Chiller of Duty, aber wir hatten den ja auch in der Sneak zum Beispiel bei Steig nicht aus. Und, ja. Ja. Also ich finde, ich habe auch ein bisschen so Bewertungen. Ich habe gerade programmiert, der kommt jetzt 20.15 Uhr auf Sky 3, plus Cinema 24 HD hier. Ja. Also ich hab ein paar Bewertungen mir angeguckt, also auch bei Letterboxd, als ich ihn hinzugefügt habe, da heißt er natürlich Cut Off. Und die waren alle irgendwie nicht so begeistert. Ich weiß nicht, ob vielleicht liegt es daran, dass ich ein Fitzek-Fan bin, dass ich diese Art von
von verworrener Geschichte ganz cool finde, aber Glaube nicht, aber ja, doch ein bisschen, es ist halt ein bisschen creepy, krank, verstörend. Muss halt auch sehen, bei Letterboxd schreiben auch viele Amerikaner oder aus Amerika und die mögen ja eh keine Dubbed-Filme, also ihr synchronisierte Filme und die geben dann so, ja, sowieso immer. Aber wenn ich mir auch hier die Bewertung zum Beispiel bei Filmstarts anguckt, also die Filmstarts-Bewertung liegt bei 2,5 von 5. Ja, Movie-Pilot hat 6,6. Kritik 3,7 von 5. Also, bei Movie-Pilot also ich gebe ihm, geb ihm 8 Punkte. Ich fand den Film echt gut. Also Movie-Pilot liegt bei 6,6. Das heißt, es liegen da einige auch drüber hier, wenn ich das sehe. Und ja, ich gucke es mir auf jeden Fall an. Den halte ich irgendwie sowieso sehen. Hatte ich ein bisschen auf Disney gehofft gehabt, aber leider da. Leider jetzt kannst du auf Sky hoffen. Jetzt hast du so einen halb angefangenen Netflix-Film, wo irgendwelche Leute durchs Gras rufen, den machst du als ersten und den guten. Ja! Naja, natürlich. Ja. Ich will ja mit was Gutem enden bei meinen Filmbesprechungen. Das war ein gutes Ansinnen. Da machen wir nämlich jetzt weiter. Kino, Charts und Neustarts. So, hast du die Charts auf deinem anderen Laptop hier? Aber oder natürlich. Soll ich? Okay, war nur eine Frage. Platz 10 ist Downton Abbey in Stuttgart. Platz 9 ist Angry Birds 2, der Film. So, Platz 8, Everest, ein Yeti will hoch hinaus. Lauter Kinderfilme hier. Ja, gell? Platz 7, Dora und die goldene Stadt. Dora. Platz 6, ich war noch niemals in New York. Ich war noch niemals auf Hawaii. Okay. Noch ein Kinderfilm, Shaun das Schaf, der Film, UFO-Alarm. Platz 4, Maleficent, Mächte der Finsternis. Platz 3, dem Horizont so nah. Platz 2, Gemini Man. Und auf Platz 1, wie könnte es anders sein, Joker. Völlig zu Recht. Ja. Joker. So ein guter Joker. Film. Und was startet denn so neu im Kino am 24.10., Chris? Muss ich anfangen? Ich hätte dir den ersten Film hier gelassen. Okay, dann mache ich den ersten. Also da startet ein Film, auf den ich mich sehr freue, aber mit ein bisschen, mal gucken. Ich bin, und zwar Bayala. Bayala, das magische Elfenabenteuer. Das magische Elfenabenteuer. Nein, handelt es sich natürlich um Terminator Teil 6, The Dark Fate. Nachdem ich nachdem der Hype-Train bei mir abgefahren ist, nach dem letzten Trailer, wo eben die Linda Hamilton so cool drin und Mackenzie Davis aus meiner aktuellen wirklich Lieblingsserie, die gerade abgeschlossen ist, Halt and Catch Fire, die vierte Staffel hat mich so umgeblasen, ey, und da, ach, Wahnsinn. Ich freue mich sehr drauf. Arnie hat auch wahrscheinlich eine kleinere Nebenrolle. Aufgrund seines Alters wird er nicht mehr so viel machen können. Tim Miller ist der Regisseur. Was soll da eigentlich schief gehen? Das kann nicht schief gehen. Das kann nur gut werden. Doch, er kann Banane werden. Ey, warum gehen wir da eigentlich rein hier irgendwie? Ist da irgendwas? Hä? Gucken wir mal. Oder? Ja, schauen wir mal. Ich nicht. Irgendwie eine. Ich wünsche euch einen schönen Männerabend. Banause hier. Also, ist ja unglaublich. Also nee. Da geht doch in Bayala. Also ja, weder Bayala. Der erste noch der zweite. Bayala hätte ich jetzt gemacht. Ich glaube, ich habe den ersten gesehen und dann habe ich auch gehört. Du redest dich gerade um Kopf und Kragen, hör auf, ey. Ja, jetzt wäre ich auch vorsichtig an der Stelle. Bayala, das magische Elfenabenteuer, auf den sich Erik auch freut. Im Animationsfilm basierend auf den Spielfiguren von Schleich erleben die Elfen Sera und Sura ein Abenteuer, das sie durch die magische Welt von Bayala führt. Aha. Ja, das will ich jetzt sehen, siehst du? Nein, Spaß. Oh, da haben wir ganz viele Einladungen zur Pressevorführung und so gekriegt, ne? Die waren aber immer sonst doof. Ich muss arbeiten, allein. Da fällt mir gerade was ein, kleiner Netflix-Tipp. The Toys That Made Us. Ich weiß nicht, ob ihr das schon kennt. Da geht es um Spielzeuge aus den 80ern und 90ern. Und was da die Geschichte dahinter ist, da wird zum Beispiel auch ist erzählt. Ist eine Doku? Ja, so Doku wird so aufbereitet, so gibt es so eine Serie. Zum Beispiel das eine über He-Man, über die He-Man-Figuren, ist sehr interessant, weil da ging es nämlich darum, da sind die damals in dieses Studio gegangen oder zu diesen, ja, wie nennt sich das, so Geldgeber, ne, wollten ihre Idee so, hey, wir haben hier coole, jetzt sind gerade Star Wars-Figuren total in und so und wir wollen da auch was machen, wir haben hier so coole Figuren und so, hier so muskelbepackten Typen und hier irgendwie den Skeletor und sonst was und
Da haben die wohl, die Geldgeber haben dann wohl gesagt, ja, ist ja schön und gut, aber Star Wars funktioniert ja über einen Film. Und da hat der Typ gesagt so, ja, nee, Film haben wir auch schon, also so eine Animationsserie wird es dazu geben und alles da. Und dann sind die da rausgegangen und dem sein ganzes Team Blut und Wasser geschwitzt, weil die hatten überhaupt noch keine Serie, nichts. Und die haben das und die haben das dann in irgendwie in kürzester Zeit irgendwie zusammengefriemelt, da so eine Animationsserie. Und das ist echt sehr, sehr gut. Und da ist halt, geht's halt darum, was da so die Geschichte hinter so verschiedenen Spielsachen ist, ne? Also die, ja, cool, damals The Toys That Made Us. Fällt mir gerade ein, weil hier Schleichfiguren. Auf die Watchlist setzen. Wird hier aus Schleichfiguren ein Film gemacht und so, ne? Das ist wahrscheinlich dasselbe dann. Sieht alles ein bisschen nach Tinkerbell aus, falls mich jemand fragt. Aber gut. Ja, ich bin dran. Die Addams Family kehrt zurück in einem eiskaltes Händchen. Aber es ist ein komplett animierter Film, sehe ich hier. Ne? Der neue Animationsfilm mit der kultigen Gruselfamilie thematisiert eine ungewöhnliche Freundschaft und nimmt popkulturelle Phänomene unserer Zeit aufs Korn. Ja. Ich hätte noch im Angebot hier lieber Antoine als gar keinen Ärger. Ah ja, den hatten wir in der Sneak. Den hatten wir in der Sneak, französische Komödie über eine Witwe, die hinter das Doppelleben ihres Mannes kommt und versucht, einem unschuldig Verurteilten wieder auf die Beine zu helfen. Ja, kann man mal gucken, war ganz nett, ne? War jetzt nicht der Riesenwurf wie manche andere französische Komödie, aber ganz nett. Ja. Es startet auch noch, auch bei uns schon besprochen, ganz positiv aufgenommen, wenn ich mich da recht erinnere. Zumindest von mir, Brittany Runs a Marathon. Ja, über die Brittany, die so aus gesundheitlichen Gründen anfängt, ein bisschen fitter zu werden und so ihre ersten Schritte macht und dann irgendwann so als großes Ziel mal einen kompletten New York Marathon hat. Und ja, da wird sie so ein bisschen begleitet. Und die Jillian Bell, die die Hauptrolle spielt, fand ich extrem sympathisch in dem Film. Wirklich, Chris glaube ich nicht so, aber bildet euch euer eigenes Urteil und schaut mal den Film. Das ist so eine, ich würde mal sagen, so eine kleine Perle so zwischen Terminator und, weiß nicht, den anderen Filmen. Ja, schaut da mal rein. Was haben wir noch? Bonnie und Bonnie. Drama um zwei junge Frauen aus Hamburg, die sich verlieben und aus ihren einengenden Lebensverhältnissen ausbrechen. Hamburg? No, moin moin hier. Hamburg, ja. Sieht die wollen zweimal von Stuttgart überrollt werden demnächst. Sieht nach einer lesbischen Liebesgeschichte aus, wenn mich jemand fragt, das Poster. Aber die fragt keiner. Kann ja interessant sein, ne? Warte mal, jetzt bin ich gerade hier verrutscht. Bait. So. Bait. Das klingt nach Bait. Nein? Ich weiß nicht, ich finde es gerade nicht hier. Ach, hier unten Bait. Na, hier steht nichts. Auf der Seite muss ich hier mal den Text aufrufen. Mit Edgar Rowe. Simon Shepherd, ein Drama/Tragikomödie aus Großbritannien, so ein Fischerdorf in Cornwall, wirkt beschaulich, recht idyllisch, doch der erste Eindruck täuscht und so weiter. Die wirtschaftliche Situation ist angespannt, die Lage eskaliert. Okay. Brexit. Oh, kein High-Film. Brexit, der Film. Brexit, der Film. Oh Mann, ich gucke gerade noch hier so, immer und ewig steht hier noch. Auf Schlimmer das und Ewig mit Mr. Floppy. Ha. Nein, hier tatsächlich. Immer und Ewig. Niki und Annette sind beide Ende 60 und ziehen in einem zu einem mobilen Pflegeheim umfunktionierten Wohnwagen durch Europa. Ah ja, von Basel aus reisten die beiden eins quer nach Südeuropa. Ist eine Doku. Ich glaube nicht, dass die kommt. Das klingt witzig. Ich gucke gerade durch. Keine Doku ist Zorros Solo von Martin Buskoch. Mit Mert Dintscher, Andrea Sawatzki. Da geht es um Zorro, der ist 13 und lebt mit seiner Mutter und seiner Schwester, sind die von Afghanistan nach Deutschland ins schwäbische Liebigheim geflüchtet. Wo liegt das ungefähr? Habt ihr das eine Idee? Oder? Keine Ahnung. Kennt ihr nicht. Aber Schwaben hat überall schöne Ecken, also da. Nur der Vater der Familie ist in Ungarn geblieben. Ein Umstand, den Zorro unbedingt ändern will, doch ohne Geld wird er seine Familie nicht so schnell zusammenführen können. Zorro. Er tritt im christlichen Knabenchor von Andrea Lehmann, von Frau Lehmann, Andrea Sawatzki bei, der eine Reise nach Ungarn zu einem Musikwettbewerb, der Chor plant eine Reise nach Ungarn zu einem Musikwettbewerb und dort will er vor Ort seinem Vater zur Flucht verhelfen. Klingt eigentlich ganz interessant so. Ja. Ein bisschen aktuelle politische Themen hier mit rein verwoben.
Ich hätte hier noch Salmas Geheimnis, ein Animationsabenteuer um eine junge Frau, die im Totenreich nach ihren Eltern sucht. Oh. Und woher kenne ich diese Geschichte? Ähnlichkeiten sind rein zufällig, würde ich sagen. Ja, also ich überlege krampfhaft, woher ich das schon mal gehört habe. Tja. Ich überlege tatsächlich, wie hieß der so Film da von Coco. Ach, Coco, ja. Und ich habe gerade überlegt, weil mir ist nur der englische Titel, gerade überlegt, wieder im Deutschen. Es läuft auch noch an Heimsuchung von Wolfgang André mit Markus Fernert, Walil Al-Atiyat und Elisabeth Heckel. Was wäre, wenn jeder Deutsche einen Geflüchteten bei sich zu Hause aufnehmen müsste? Genau das passiert drei Nachbarn in einer Reihenhaussiedlung. Jeder von ihnen hat einen Flüchtling zugeteilt bekommen und muss bald Haus und Wohnraum mit ihnen teilen. Und so weiter und so fort. Der heimlich, was war denn die, warte mal. Der heimliche und illegale Plan wird sofort in die Tat umgesetzt. Dafür werden die zugeteilten Flüchtlinge mit den Deutschen in einen Kellerraum gesperrt. In einer verhörähnlichen Situation sollen sie herausfinden, wer am besten zu ihnen passt. Als jedoch alle Nachbarn den gleichen Flüchtling wollen, löst sich der Plan in Luft auf und die Geflüchteten sollen schließlich entscheiden, zu wem sie ziehen wollen. Weiß nicht. Machen wir weiter. Ja, ich hätte noch weitermachen sans souci. Was mich da allerdings ein bisschen gerade irritiert ist, die einen sagen, es ist ein Drama, die anderen sagen, es ist eine Komödie. Und da hier steht in der Beschreibung, steht, obwohl sie immer so dargestellt wird, hat die Erde nicht die ideale Form einer Kugel. Sie soll vielmehr einer Kartoffel ähneln. Die Klimaforscherin Phoebe Faidon, Sarah Ralfs, ist neu an der Berliner Universität und soll dort einen Lehrauftrag mit dem Seminar zur Einführung in die Simulationsforschung am Institut für Kybernetik erfüllen und somit die Institutsleiterin Brenda Berger-Sophie Rios ersetzen. Boah. Was hast du gesagt? Ich war gerade kurz eingeschlafen. Weitermachen sans souci. Es läuft noch ein Film an, der heißt Text. Und zwar habe ich jetzt tatsächlich in meiner Filterbubble schon einige mitbekommen, die den geschaut haben, weil der lief in diversen Reihen hier so der besondere Film und sowas. Ich glaube sogar in Stuttgart im Innenstadtkino bei Wild Wednesday oder so, ne? Gibt es ja diese Reihe. Und zwar ist es ein russischer Weird Film. Weird Wednesday, danke. Ein russischer Film mit Alexander Petrov von Klim Shipenko. Und da sitzt der Drogenhändler Ilja seit 7 Jahren im Gefängnis und er ist aber unschuldig eigentlich. Und als er schließlich freikommt, erkennt er, dass das alte Leben, nachdem er sich so gesehnt hat, nicht mehr existiert. Weder seine geliebte Mutter noch seine Freundin oder sein bester Kumpel haben auf ihn gewartet. Obwohl er nie vorhatte, sich an dem Mann zu rächen, der ihn einst hinter Gitter brachte, sieht er nun keinen anderen Ausweg mehr, um wenigstens noch etwas Lebensfreude zu gewinnen. Und das ist so ein sehr brachialer russischer Gangsterfilm. Und der halt auch mal so ein bisschen was anderes ist, außer diese amerikanische Ein-Mann-sieht-rot-Schiene, sondern eben wie die koreanischen Filme halt auch eine andere Sprache haben, ist hier halt auch so. Also vielleicht mal auch so eine kleine Perle, empfehlenswert, Gangsterfilm. Sehr brachial. Text. Geht jetzt nicht unbedingt aus dem Titel hervor, das, was einen da erwartet. Ja. Ist das andere, ist das eine Doku oder ist das der letzte? Also Penguin Highway ist ein Animationsfilm. Ah. Ich möchte allerdings noch einen Film erwähnen, der hier auch nochmal ins Kino kommt, mit dem schönen Titel Zwei Missionare. Ist doch Bud Spencer, oder? Ja, Terence Hill und Bud Spencer. Und zwar Pater Pedro, Bud Spencer und Pater Blauauge, Terence Hill, führen auf einer Insel vor Kolumbien ein lockeres Regiment und setzen weniger daran, die Eingeborenen zu Christen zu machen, als Pfeffer und Papageien zu verkaufen. Ah, Monsignor Delgado, Jean-Pierre Aumont, der den Handel in der Region bestimmen will, schmeckt das allerdings so gar nicht. Also müssen sich die beiden Geistlichen schon bald mit dessen Schergen herumschlagen. Nur gut, dass Pater Pedro und Pater Blauauge Übung darin haben, nicht nur ihre Güter, sondern auch Hiebe zu verteilen. Okay, dann mache ich mal den Penguin Highway. Ich hätte übrigens gerne, dass vielleicht auch mal, es gibt ja einen anderen Sneak, so Kult-Sneaks, wo so alte Filme nochmal einfach in das Sneak kommen. Das wäre eigentlich auch mal ganz cool, wenn man hier so wie ein Reutling in der Sneak, weißt du, so, wenn dann so Matrix 1 mal läuft oder so, oder vielleicht so ein Bud Spencer-Film oder so, anstatt irgendwelche Scheiße, die man sonst so zu sehen bekommt manchmal. Penguin Highway, das ist ein Animationsfilm, wie du schon gesagt hattest, aus Japan von Hiroyasu Ishida. Und hier lernt der Viertklässler Aoyama
der dem sein Dorf liegt in einem Küstengebiet und er sieht plötzlich überall Pinguine durch die Gegend watscheln, weil er herausfinden will, was es damit auf sich hat, warum die jetzt plötzlich ihre Richtung da geändert haben und dort bei denen rumlatschen. Bittet er sogar die Aushilfe in der örtlichen Zahnklinik um Rat, für die er heimlich schwärmt. Ein wildes Abenteuer beginnt. Ja. Ich möchte noch ganz kurz mal einhaken. Was ist dein Lieblings-Bud Spencer und Terence Hill-Film? Oh. Die Linke und die Rechte. Vier Fäuste für ein Halleluja. Die Linke und die Rechte. Ja, wie heißt das? Ich glaube, der einzige, den ich kenne. Fand ich. Einer meiner Favoriten ist ja Zwei wie Pech und Schwefel. Weißt du warum? Oder wisst ihr warum? Nee. La 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 la. Nur deswegen. Für stundenlang. Das habt ihr angestellt. Was ist mit Griffen los? Macht ihn wieder gar nicht. Ich fand aber auch so die einzelnen Filme von den beiden, also die Bud Spencer, so Banana Joe oder so, fand ich auch sehr... Oh, Banana Joe, ja. Oh, Banana Joe. Oder die von Terence Hill, auch so diese richtigen Western, die halt nur in der deutschen Übersetzung da ein bisschen Pfiff bekommen haben, ja, die eigentlich sehr, sehr düster waren oder so, die fand ich eigentlich auch immer ganz schön. Ja, auf jeden Fall sehenswert, wer das nochmal im Kino genießen möchte, dann angucken. Und dann sind wir eigentlich, durch mit den Kino-Neustarts, aber es gibt ja auch noch sowas wie Heimkino. Und da werfen wir jetzt mal einen Blick drauf, was hier am, welchen Tag nehmen wir denn jetzt hier? Jetzt geht das wieder los. 14. Oktober? Nee, das ist schon vorbei. Nee, das wäre letzte Woche 21. gewesen. Müsste passen. Also da kommt morgen, erscheint jetzt neu der Redux und Final Cut und 4K-Abtastung und hast du nicht gesehen von Apocalypse Now? Auf jeden Fall. Limited 40th Anniversary Steelbook Edition. Ein sehr empfehlenswerter Film. Ich liebe den Geruch von Napalm am Morgen. Ah, da kommt, glaube ich, ein paar ganz nette hier. Hot Fuzz kommt auch im 4K Ultra HD. Ah. Ja, Leon der Profi, der kam ja auch nochmal ins Kino. Den gibt es jetzt auch nochmal in der 25th Anniversary Steelbook Edition. Scheiße, bin ich schon so alt. Ich habe den im Kino gesehen. Ja, dann einer von Eriks Lieblingsfilmen, Man in Black International. World's End. Aber ich hab das vorhin auch so verstanden. Kommt wahrscheinlich die ganze Cornetto-Trilogie, oder? Wenn hier World's End, müsste eigentlich auch noch Shaun of the Dead irgendwie kommen, ne, oder? Wenn hier Hot Fuzz, World's End. Gute Frage, aber es kommt was wirklich ich sehr hochinteressant finde, was ich mir wahrscheinlich auch holen werde. Wer vier sind. Ja. Das ist der Fantastische Vier-Film. Ja. Die Biografie der Fanta 4. Es ist Freitag, es ist wieder diese Bar. Ja. 24. Oktober, 14,99 bei dem großen Buchhändler. Buchhändler, ja. So, jetzt habe ich gerade meinen Tab verloren. Hier ist der Tab. Beast gibt es auch noch auf Blu-ray. Wer ist das Beast? Fragt sich die 27-jährige Moll, die junge Frau, die ein behütetes Mittelklasseleben auf der reichen Insel Jersey führt, oder der Einzelgänger Pascal, der sich in Moll verliebt und so weiter. Beide. Also. Zitate auf dem Cover: überraschend und erschreckend. Und ein zweites ist beeindruckend clever. Überraschend erschreckend. Pets 2 läuft. Oh, kommt raus. Yay. Ja. Ja. War mal im Kino, der war echt süß. Reiß aus. Ach nee, ist eine Dokumentation. Ja. Ah, Reiß aus: zwei Menschen, zwei Jahre, ein Traum. Nehmen sich Uli und Lena, nehmen sich Auszeit und wollen von Hamburg nach Südafrika. Sind das die zwei, die auch da die lesbische Liebesbeziehung in dem aktuellen Film? Ist das, ja? Nee, das sind noch nicht die beiden 60-Jährigen. Die fahren woanders. Oh, jetzt, mal sehen, was du dazu sagst hier. Jetzt kommt der Knaller. Oh nein. Tal der Skorpione. Uncut. Ja, Tal der Skorpione. Mit Kalle Grabowski. Der Film erzählt von einem gnadenlosen Spiel in der Wildnis, wo kriminelle Psychopathen gegeneinander ums Überleben kämpfen müssen. Oh, Heber, dieses Gladiatorenkampf, es sind die größten wahnsinnigen Wissenschaftler, Gebrüder Rebek, die aus den Genen des Siegers einen Übermenschen klonen wollen. Zufällig findet sich auch der Polizist Kamarowski im Tal der Skorpione wieder und ist gezwungen, den Kampf gegen seine bis an die Zähne bewaffneten Kontrahenten aufzunehmen.
Muhaha. Übrigens, das ist echt Major Spoiler. Übrigens, englischer Titel: Breakdown Forest. Ja. Mit Claude Oliver Rudolph, Mathieu Carrière, Ralf Richter, Kalle Grabowski, Martin Semmelrogge. Den finde ich eigentlich cool. Ja, ich auch. Dass der sich da auf sowas hier einlässt. Anushka Renzi. Ja. Okay. Spielt da nicht eure Gina auch kurz mit? Und oder war das eine andere? Weiß ich nicht. Nee, da ist doch die andere hier, die überall blank zieht hier. Wie heißt denn die? Die aktuelle da. Die Michaela. Da Michaela ja, Schäfer. Ich glaube, die spielt mit, ja. Komisch, ich sag die überall blank zieht. Oh, Michaela Schäfer, alles klar. Ja, ich hab's gerade hier gelesen. Also, kann ich ja nicht so ab vom Schuss gewesen sein mit meiner Zusammenfassung ihres Charakters hier. Nee, war es ja treffend. Genau, auf den hatte ich ja tatsächlich ein bisschen Bock gehabt, weil der so ein bisschen trashig aussieht, aber... Wegen Michaela Schäfer? Nein. Kannst du auch so sehen. Also. Weil der Film so trashig aussieht und da habe ich eigentlich gedacht, ey, so eine Kopie von irgendwie Running Man oder irgendwie so Battle Royale oder sowas, so in Deutsch und ein bisschen scheiße und so, das könnte echt schön trashig cool sein. aber ein bisschen scheiße. Aber ich glaube, der nimmt sich irgendwie doch ein bisschen zu ernst und denkt, er wäre was Besseres, der Film, und das passt dann einfach nicht. Ja, aber vielleicht, wenn der auf Sky kommt, werde ich ihn auf jeden Fall sichten. Das kann ich mir nicht entgehen lassen hier, Kalle Grabowski da. Ja, das war es dann auch schon mit den Blu-ray-Neustarts für diese Woche. Und dann schauen wir dann lieber mal, was uns nächste Woche dann erwartet. Und ja, sonst haben wir eigentlich heute gar nichts weiter hier in der Liste drinstehen, weil wir hatten ja auch sehr viele Filme zu besprechen gehabt und... Ich gucke gerade mal, ob da irgendwelche nennenswerten irgendwelche Kommentare hier auf irgendwas waren. Wir haben auf jeden Fall einen neuen Patreon-Unterstützer. Oh. Wenn ich jetzt noch wüsste, wie ich das so schnell rausfinde, wer das war. Auf jeden Fall jemand mit, ich muss mir ja auch mal einen Shortcut legen hier. Auf jeden Fall. Das ist halt nur, wenn das während der Sendung passiert, dann braucht es auf jeden Fall jemand auf dem Nicolas Cage-Level. Also auf dem 1-Euro-Level. Dankeschön. Ja, auf jeden Fall vielen Dank. Patrons hier, glaube ich, oder? Nee. Oh, ich will nicht das neue Design sehen. Ei. Ah, die ist so unübersichtlich, diese Seite, ey. Ich mach dich verrückt hier. Benefits, Relationship Manager oder was? Nee. Ach doch, jetzt hab ich. Ich hab's. Der Markus. Schöne Grüße, Markus. Oh, herzlich willkommen auf den. Danke, Markus. 1-Euro-Level. Danke, Markus. Ja. Ich hoffe, dir hat die Sendung gefallen und du nimmst jetzt nicht gleich alles wieder zurück hier. Ich hoffe, du hattest Spaß. Ja, Kommentare mittlerweile hat die Seite geöffnet. Zu Joker gab es gar keine Kommentare, also zumindest nicht hier auf kinocast.net. Ich glaube, auf Twitter haben ein paar Leute irgendwie so ein bisschen uns bestätigt, dass wir fanden ja den Film sehr, sehr gut auch und da kam nur so ein bisschen... wohlwollendes Feedback, so, ja, genau, ihr habt das gut beschrieben oder so. Ich weiß bloß jetzt nicht mehr genau, von wem das war. Möchte ich jetzt auch nicht raussuchen in der Kürze der Zeit. Ansonsten, liebe Hörer, wenn ihr mit uns in Kontakt treten möchtet, dann lasst einen Kommentar da. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, nutzt am besten Patreon oder eins der anderen Möglichkeiten, die wir euch anbieten auf kinocast.net. Ganz oben gibt es so einen Button, Danke für die Unterstützung. Und da findet ihr diverse Möglichkeiten. Und auch Leonardo DiCaprio, wie er sich bei euch bedankt, in einem animierten GIF. Das ist wichtig, ja. Das ist definitiv wichtig. Ansonsten gibt es bei euch noch irgendwas Neues, was man... Nö. Gibt es im Eishockey was Neues? Dein Podcast? Nee, gerade nicht. Noch nicht. Aber wer weiß, was passiert. Okay, dann, liebe Hörer, lasst es euch gut gehen. Schaut viele Filme, Serien, was euch sonst noch so interessiert. Und dann hören wir uns nächste Woche dann wieder. Mal schauen, was wir dann für Filme für euch haben. Bis dann. Tschüss. Ciao. Tschüss. Bis bald im Kinocast.